Und herzlich willkommen zu Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part haben wir Episode 1 abgeschlossen. Und zwar ging es noch darum, dass wir Herr Fink Savage quasi, na, sagen wir es einfach so, wir haben genug Beweise gezeigt, und was auch die Statue angeht. Die Statue entpuppte sich als Uhr, sodass Herr Payne, weil er es nicht wusste, hatte sie als Statue hergezeigt. Aber die Statue fungierte so eine Art als Uhr. Das hat sich jetzt gerade ein bisschen merkwürdig angehört, der Satz, aber hoffentlich wisst ihr schon. Und ja, damit haben wir bewiesen, dass Herr Larry Butts unschuldig ist. Und dafür muss halt er nicht ins Gefängnis, sagen wir es mal so. Und jetzt, da wir Episode 1 abgeschlossen haben, beginnen wir so schnell wie möglich mit Episode 2. Nochmal ganz gucken wegen Akku, weil der Part wird nicht besonders lang diesmal. Ich habe extra Flugmodus angemacht, damit es. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen jetzt an mit Episode 2: Wandel der Schwestern. Hallo, hier ist Maya. Hallo Maya, ich bin's. Mia? Was gibt's? Du hast dich ja länger nicht mehr bei mir gemeldet. Tut mir leid, ich hatte so viel zu tun. Wie geht's dir? Naja, ich bin einsam und du musst. Ach, und du bist schuld. Nein, ich mach nur Spaß. Mir geht's super. Ich gewöhne mich endlich dran, eine eigene Wohnung zu haben. Das freut mich. Eigentlich rufe ich an, weil ich dich um einen Gefallen bitten möchte. Ja, ich weiß. Du willst, dass ich Beweismittel für dich aufbewahre? Schlau wie eh und je. Der bevorstehende Prozess sorgt für viele Aufregungen. Ich glaube nicht, dass es sicher ist, die Beweise hier aufzubewahren. Ich verstehe. Was ist er diesmal? Es ist eine Uhr. Eine Uhr? Ja, sie sieht aus wie diese Statue, der Denker. Und sie sagt die Uhrzeit an. Ich dachte, sie gefällt dir vielleicht. Spielzeug hast du schon immer gemocht. Schwesterherz, ich bin doch kein kleines Mädchen mehr. Ganz ruhig. Ich ärgere dich doch nur ein bisschen. Oh. Ich sollte dir noch sagen, dass die Uhr zurzeit nicht spricht. Was? Die funktioniert nicht? Wie schade. Ich muss das Uhrwerk rausnehmen, tut mir leid. Ich habe dafür ein paar Dokumente reingesteckt. Dokumente? Das sind also die Beweismittel? Nun, es besteht die Möglichkeit, dass es dazu kommen könnte, ja. Kannst du heute Abend im Büro vorbeikommen gegen 21 Uhr, um sie abzuholen? Davor bin ich bei einer Vorverhandlung. Okay, Schwesterherz, aber ich erwarte ein Abendessen dafür, irgendwas Gutes. Wie zum Beispiel Burger. Ich hätte richtig Lust auf einen guten Burger. Okay. Wir gehen in unseren üblichen Laden. Alles klar, abgemacht. Okay, Schwesterherz, bis bald. Ja, ich warte auf dich, Maya. Aufgezeichnetes Gespräch, 5. September, 9:27 Uhr. 5. September, 20:57 Uhr, Anwaltskanzlei Fay und Partner. Also, Frau Fay, ich werde mir jetzt nehmen, was mir gehört, das Dokument. Es tut mir leid, aber ich kann Ihnen nicht geben, was ich nicht habe. Frau Fay, Sie sind eine armselige Lügnerin. Ich kann es doch sehen, dort drüben. Das muss der Denker sein, der diese Dokumente verschluckt hat.
Woher wissen Sie das? Haha, wissen Sie denn gar nichts über mich? Die Beschaffung von Informationen ist mein Geschäft, verstehen Sie? Ich hätte vorsichtiger sein müssen. Meine liebe Frau Fay, es tut mir wirklich leid. Aber ich fürchte, ich muss Sie um noch eines bitten. Um Ihr ewiges Schweigen. Leben Sie wohl, Frau Fay. Ja, genau das ist. Okay, ein Mann, der pinke Haare hat. Okay. Red, White, Blue. Episode 2: Wandel der Schwestern. 5. September, 21:08 Uhr. Anwaltskanzlei Fay und Partner. Diese ist aber nicht tot, oder? Bitte jetzt nicht. Nee, ey. Die war so gut, ey. Oh, ich bin spät dran. Nanu, das ist merkwürdig. Die Chefin muss schon nach Hause gegangen sein. Sie sagte, ihre Schwester käme vorbei und dass wir alle essen gehen wollen. Was ist das für ein Geruch? Blut? Mia! Vielleicht ist sie in ihrem Büro. Untersuchen? Könnte ich auch hier so nachgucken? Könnte hier irgendetwas sein? Nein. Vielleicht. Könnten wir vielleicht hier. Wäre hier vielleicht irgendwas? Sie sieht aber nicht danach aus. Es riecht nach Blut. Das heißt nichts Gutes. Mia, ich muss sehen, ob es der Chefin gut geht. Ja, machen wir jetzt auch. Bewegen. Ist jetzt nur im Büro oder was? Hä? Achso, ja, hier. Anscheinend, weil ich habe mich nie jetzt für diese Ace Attorney Spieleserie nicht jetzt so richtig interessiert. Also die erste Episode war jetzt nicht blind, aber jetzt ab Episode 2 ist das Spiel jetzt komplett blind, sage ich jetzt mal. Aber anscheinend oder so gibt es doch eine andere Form, wo man jetzt hier irgendwas untersuchen muss oder irgendwas anderes. Aber naja, egal, machen wir erstmal weiter. Dieser Geruch. Blut. Schwesterherz? Da ist jemand. Chefin? Chefin? Chefin! Sagen wir mal gerade. Ja, ein bisschen. Wer sind Sie? Sie sagt erstmal nichts, ist jetzt auch auf den Boden geknallt. Anscheinend schon. Das Mädchen ist ohnmächtig geworden. Ich ließ sie auf dem Bürosofa zurück. Ich ging zur Chefin zurück. Sie lag dort unter dem Fenster. Ihr Körper war noch warm. Das konnte ich fühlen, als ich ihre Schulter berührte. Dann, viel zu schnell, begann die Wärme zu verschwinden, bis sie schließlich kalt war. Als ist sie doch tot. Ach du Scheiße. Chefin. Untersuchen. Vielleicht ist ja noch irgendwas oder so. Da machen wir das hier mit Steuerkreuz. Hier ist vielleicht jetzt ein bisschen besser. Vielleicht hier. Einige Glasscherben sind auf dem Boden verteilt. Sie stammen scheinbar von einer gläsernen Stehlampe. Okay, könnten wir noch irgendwas? Jetzt hier die Statue oder so.
trockenes Blut klebt daran. Was für eine Ironie, dass sie schon wieder zur Mordwaffe wurde. Ja, leider. Unbedingt auch noch. Und die Lampe? Achso, nee, okay. Ja, okay, okay. Können wir noch irgendwas untersuchen, was vielleicht sogar wichtig wäre? Irgendwas? Vielleicht hier diese Pflanze oder so? Nee, keine Hinweise. Also, ist anscheinend nichts mehr. Vielleicht dieses Fenster oder so? Ich wüsste jetzt nicht. Dem Büro direkt gegenüber befindet sich ein großes Gebäude. Das Hotel Gatewater. Glaube ich zumindest, dass es so geschrieben wird. Ach, beziehungsweise so ausgesprochen wird. Wenn nicht, berichtigt mich an dieser Stelle. Ein nettes, luxuriöses Hotel. Okay, jetzt sieh direkt, auch wenn wir jetzt schon alles wüssten. Schlimm, sie so zu sehen. Aber falls es hier irgendwelche Spuren gibt, sie bekam mit einem stumpfen Gegenstand einen Schlag auf den Kopf. Sie war vermutlich sofort tot. Der Denker neben ihr auf dem Boden muss die Mordwaffe sein. Der Denker zur Gerichtsakte hinzugefügt. Aber wieso wurden die Glasscherben jetzt nicht hier der Akte hinzugefügt? Hä? Neben dem Körper der Chefin liegen ein paar Glasscherben. Müssen von der Stehlampe sein, die hinten im Zimmer zerbrochen liegt. Ah, jetzt. Ich habe mich schon gewundert, wieso waren die nicht gleich, wo ich die untersucht habe oder so, nicht gleich, in der Gerichtsakte. Aber jetzt haben wir sie wenigstens. Glasscherben zur Gerichtsakte hinzugefügt. Es gibt hier sonst keine weiteren Spuren. Hm? Ein Stück Papier. Es muss mir aus der Hand gefallen sein. Was könnte das sein? Wäre da noch irgendwas? Achso, ja, hier. Okay, wo könnten wir noch? Telefon oder so? Gut, ich rufe besser die Polizei. Ja, toll, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er jetzt gleich... Vielleicht hätte ich jetzt vorher... Ach Mann, das war wieder ein Fail bestimmt, ey. Das ist ja komisch. Am Hörer fehlen ein paar Schrauben. Es sieht aus, als hätte jemand angefangen, ihn auseinanderzunehmen. Ist da die Polizei? Ich muss halt erstmal wegmachen, wenn ich es erstmal nicht brauche. Bitte kommen Sie schnell. Was war denn das? Jemand schreit draußen vor dem Fenster. Oh nee. Jetzt denkt sie, dass Phoenix weiteres gewesen wäre. Na, jetzt ist er am Arsch. Ja, toll, ey. Ey, es ist immer so schlimm. Sie starrt mich an. Sie hält ein Telefon in der Hand. Ich glaube, er denkt auch mittlerweile. Oh, wir brauchen es doch. Okay. Hier irgendwo. Das Hauptbuch. Der Kanzlei Fay und Partner. Die Chefin hat alles mit ihrer super ordentlichen Handschrift eingetragen. Es ist eine kleine Kanzlei, aber sie bringt eine gute Stange Geld ein. Der PC. Erstaunlicherweise konnte die Chefin nie gut mit Maschinen umgehen. Das einzige, wozu sie diesen Computer benutzte, waren die E-Mails. Sie hat diese alte Kiste ganz billig auf dem Flohmarkt erstanden. Hier irgendwas hinten oder so, kann ja sein. Keine Hinweise. Okay, noch irgendwas hier so die Gegend? Auch nicht. Wäre noch irgendwas. Ne, warte mal. Ja. Gehen wir mal wieder hier zurück. Aha. Okay. Nein, dann. Falsch vertippt. Nein, das wollte ich nicht. Sorry. Jetzt. Akku-Check.
Okay. Sorry für die ganzen Checks, aber ich wollte nachgucken. Okay. Machen wir noch ein bisschen weiter. Das Mädchen von eben. Wo ist sie hin? Ich hab sie doch genau dorthin gelegt auf das Sofa. Oh, ich hoffe, sie ist nicht abgehauen. Sie ist ja doch noch hier. Okay, da haben wir doch Glück gehabt. Hätte ja sein können, dass er weg gewesen ist. Irgendwie. Ah! Erschreckt mich doch nicht so. Entschuldigen Sie, aber wer sind Sie eigentlich? Schon gut, ich arbeite hier. Maya. Maya Faye. Maya Faye? Untersuchen, bewegen, reden, präsentieren. Reden. Was geschehen ist, Sie und die Chefin, was geschehen ist. Sie steht wohl unter Schock. Ich will sie nicht stören, aber ich muss wissen. Verzeihung? Können Sie mir sagen, was passiert ist? Sie antwortet schon mal nicht. Okay. Okay, vielleicht ja doch. Ich kam rein. Das Zimmer war dunkel. Und meine Schwester. Also war sie bereits tot. Sie und die Chefin. Also, sie Chefin ihre Schwester. Sie ist meine ältere Schwester. Und sie wollten sie hier besuchen? So spät am Abend? Ja, sie sagte, ich solle Beweismittel für sie aufbewahren. Beweismittel? Ja, es ging um diese Uhr, den Denker. Okay, was könnte man noch machen? Geredet haben wir. Präsentieren vielleicht oder so irgendwas. Was den Denker betrifft. Wow. Der Denker. Das war. Oh, Schwesterherz. Hätte ich sie besser nicht auf die Mordwaffe ansprechen sollen. Okay, dann versuchen wir es mal mit den Glasscherben. Das lag neben der Chefin. Ich weiß, ich hab's da auch gesehen. Ich dachte, das könnte ein Teil der Stehlampe sein. Vielleicht. Ich habe noch nie eine Stehlampe aus Glas gesehen. Nee, wir haben ja nur die zwei. Dann könnten wir hier überhaupt noch irgendwas untersuchen. Nee, warte mal, das ist ja das ganze Zeug. So, mehr haben wir nicht zur Auswahl. Vielleicht ist ja, keine Ahnung, könnten wir noch. Der Kopfhörer spinnt rum. Na, jetzt geht's wieder. Der Empfang. Ich sitze normalerweise hier. Okay. Aber irgendwas. Ja. Soll jetzt doch irgendwas Weiteres passieren, weil mir fällt jetzt nichts ein. Weil mir fällt jetzt nichts ein, was jetzt doch zeigen könnte. Vielleicht soll ich mich wieder auch zurück oder so irgendwo hier befinden oder so, weil ja. Okay, ich stehe jetzt für einen ganz kurzen Moment auf dem Schlauch. Was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt irgendwo noch mal nachgucken, um irgendwas zu finden oder so? Weil mir fällt jetzt nichts ein, was ich jetzt noch zeigen könnte. Das Wichtigste haben wir gezeigt. Ein kleiner Schreibtisch, übersät mit Bürokram. Okay. Ja, Tür. Die Tür zum Büro der Chefin. Sie steht leicht offen. Ich fasse den Türgriff besser nicht an. Wäre besser, sonst würdest du dich irgendwie sogar noch schuldig machen, dass so wie die Polizei noch drauf käme, ey. Keine Hinweise. Okay. Haben wir da schon drauf gezeigt? Nicht mal, wenn man wollte.
passten hier noch mehr juristische Bücher rein. Nur wenige können vor diesen Regalen stehen, ohne sich unbedeutend zu fühlen. Keine Ahnung, den Bohlen. Okay. Okay, das war jetzt dumm, aber man kann es ja mal versuchen. So. Zurück. Dann müssen wir nochmal im Büro nachgucken. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen oder so. Kann ja sein. Wir haben jetzt auch nichts zur Auswahl. Untersuchen? Na doch. Vielleicht. Ah nee, warte mal. Hä? War dieser Zettel schon vorher da? Ich glaube nicht, oder? Mit Blut wurde ein Wort auf dieses Stück Papier geschrieben. Ich glaube, wir können es jetzt weiter wegmachen. Ja. Maya. Hat Mia das geschrieben? Dieses Stück Papier ist die Quittung eines Kaufhauses mit Datum von gestern. Moment mal. Maya. Hat Mia versucht, uns etwas über dieses Mädchen mitzuteilen? Ich denke, ich sollte ihr diese Quittung besser zeigen. Ich hätte nie gedacht, dass mir so ein Beweismittel außerhalb des Gerichts nützen würde. Quittung zur Gerichtsakte hinzugefügt. Okay. Ich glaube, ich habe erstmal genug herumgeschnüffelt. Ich sollte besser die Polizei rufen und herausfinden, was dieses Mädchen hier wollte. Ja, okay, dann gehen wir mal zurück. Ja, genau, präsentieren, dann zeigen wir das mal. Bevor sie starb, schrieb Mia eine Nachricht mit ihrem eigenen Blut. Sie hat sie auf die Rückseite dieser Quittung geschrieben. Das ist mein Name. Warum? Warum sollte sie meinen Namen schreiben? Bitte beruhigen Sie sich. Wieso sollte meine Schwester meinen Namen schreiben? Oh, da habe ich ja was angestellt. Die Polizei! Die Polizei! Klingt, als käme sie hierher. Keine Bewegung, Polizei! Okay, ich bin Inspektor D. Gamschuh, verstanden? Gamschuh, merkwürdiger Name. Wir haben vom Gebäude gegenüber eine Meldung erhalten, verstanden? Jemand sagte, er habe einen Mord gesehen. Das muss die Frau gewesen sein, die ich gesehen habe. Jedenfalls, keiner bewegt sich auch nur einen Zentimeter, kapiert? Großartig. Einfach nur großartig. Maya, Moment mal. Sie würde doch nicht... Nee... Ah! Entschuldigen Sie. Das Wort hier, Maya. Sagt Ihnen das was? Das ist mein Name. Was? Dieses Wort hat das Opfer mit seinem eigenen Blut geschrieben. Mit ihrem letzten Atemzug hat sie den Namen des Mörders aufgeschrieben. Mörder? Fall gelöst, Sie kommen mit aufs Revier, Madame. Na, geht doch so schnell, natürlich. Was? Ja, nur weil das so, sag ich jetzt mal, sicher aussieht. Ja. Ja, genau. Ist klar, ne? Naja, egal. Maya, Mias jüngere Schwester, wurde an Ort und Stelle verhaftet. Ich musste zur Befragung mit und kam erst am nächsten Morgen wieder raus. Meine Lider waren schwer, aber ich konnte nicht schlafen. Ich saß herum und wartete, bis die Besuchszeit im
was Untersuchungsgefängnis anfing. Boah. Ich muss es so bald wie möglich mit Maya sprechen. 6. September, 7:07 Uhr, Strafanstalt, Besucherraum. Oh je, Sie haben die arme Maya wie eine Kriminelle eingesperrt. Sie sind's, der Anwalt. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sieht sehr müde aus. Werden Sie mein Anwalt sein? Gut, genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Sie haben die Wahl, selbstverständlich. Tut mir leid, keine Chance. So, das letzte können wir sowas von ausschließen, weil das ist inakzeptabel. Sie haben die Wahl, selbstverständlich, auf jeden Fall. Ich würde es auch tun. Weil das ist so unschuldig, also bitte, ey, weil manchmal ist die Polizei. Naja, kein Wort drüber. Das Wichtigste zuerst. Ich muntere Sie besser auf. Ja, klar, natürlich. Kopf hoch. Wirklich? Oh je, habe ich was Falsches gesagt? Sie sieht trauriger aus als zuvor. Was ist denn los? Glauben Sie nicht, dass ich es schaffe? Nein. Niemand wird es schaffen. Wer würde mir denn glauben? Sogar Sie, als Sie mich im Büro fanden, Sie sahen mich an, als hätte ich es getan. Habe ich Sie so angeschaut? Nein, nein. Ich habe nie geglaubt. Schon gut, ich verstehe schon. Und ich habe auch von Ihnen gehört. Gehört? Was haben Sie denn über mich gehört? Ich habe neulich mit meiner Schwester telefoniert. Heute hat er meinen Juniorpartner oder so ungefähr seinen ersten Auftritt vor Gericht. Wow, echt? Wie ist es denn gelaufen? Es war einfach großartig. Ehrlich. Ich war die ganze Zeit über angespannt. Ist schon eine Weile her. Ha, also ist er mit wehenden Fahnen untergegangen? Er ist ein Genie. Einer von den Typen, die die Bösen des Fürsten lernen. Das Einzige, was ihm fehlt, ist Erfahrung. Hey, klingt, als ob du dich prächtig amüsiert hättest. Immerhin weiß ich jetzt, zu wem ich gehe, sollte ich je in Schwierigkeiten geraten. Ich weiß noch, Maya. Ich denke, du solltest besser warten. Lass ihm doch 3 Jahre Zeit. Es sei denn, du willst für schuldig befunden werden. Das hat sie gesagt. Tut mir leid. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Nein, schon gut. Ich denke, es stimmt. Trotzdem, ich kann nicht da sitzen und zusehen. Wenn ich an die Person denke, die mir das angetan hat. Ich weiß. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss und wir sehen uns bei einem weiteren Part von Phoenix White Ace Attorney. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und abonniert, um keine meiner Videos zu verpassen. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Alex 423301. Ciao, Leute!